Hallo meine Zaubermäuschen und die 9,2% Männer, die zuschauen. Ja, es sind tatsächlich 9,2% Männer, die zuschauen. Ja, herzlich willkommen, Jungs. Freut mich natürlich sehr, dass ihr auch zuguckt. Es waren mal weniger. Wir waren, glaube ich, mal bei 4% und es wird immer mehr. Ich bin gespannt, wo das Ganze enden wird. Ich hoffe, wir kommen mal auf die 15% irgendwann. Ja, aber nichtsdestotrotz, heute möchte ich mit euch Airbrush einmal durchgehen. Und zwar das komplette Programm von der Reinigung über das, was ihr braucht, was ihr nicht braucht. Wir werden ein paar Übungen durchgehen, die ihr machen könnt, müsst, eventuell, um das Ganze euch anzueignen. Und zum Schluss werden wir natürlich auch noch ein Muster machen, was ihr dann mit ein bisschen Geduld und etwas Übung auch ganz easy nachmachen könnt. Ja, aber ich quatsch nicht mehr lange, starten wir doch einfach jetzt. Gehen wir erstmal grundlegend auf Airbrush ein. Was ist Airbrush? Übersetzt Luftpinsel und mit Airbrush wird Farbe auf den Nagel oder auf welches Objekt auch immer aufgetragen, indem es mit Luft zerstäubt wird und auf den Nagel aufgesprüht wird. Dafür brauchen wir einige Sachen. Das Ganze ist nicht wirklich günstig, aber ihr könnt wirklich extrem geile Sachen damit machen und die Kunden natürlich auch sehr glücklich damit machen. Aber was für eine Ausrüstung braucht ihr jetzt eigentlich für Airbrush? Die Grundausrüstung ist eigentlich erstmal ein Kompressor. Der hier ist nicht mehr ganz so hübsch. Das gute Schätzchen ist mir schon ein paar Mal vom Tisch gehüpft, weil der halt natürlich auch vibriert und ich habe es dann nicht gemerkt, weil ich beschäftigt war. Deshalb sieht der auch schon ein bisschen demoliert aus, funktioniert aber trotzdem noch. Der ist locker 5 Jahre alt, aber wie gesagt, funktioniert super. Gehen wir gleich genau drauf ein. Dann brauchen wir natürlich noch ein Kabel, beziehungsweise einen Schlauch, der das Ganze mit der Airbrush-Pistole verbindet. Und dann brauchen wir natürlich auch noch die Airbrush-Pistole. Ganz wichtig. So, und dann brauchen wir auch noch Farben und natürlich auch Schablonen, um dann ein Muster drauf zu machen. Ihr könnt euch natürlich noch eine größere Ausrüstung anschaffen, 2 Pistolen zum Beispiel. Dann gibt es noch verschiedene Adapter für den Kompressor, eine Halterung für 2 Airbrush-Pistolen und dann noch dieses formschöne Reinigungsglas, was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte, denn damit spült ihr quasi die Pistole aus und reinigt sie dann auch zum Schluss. Also das Ding ist relativ wichtig, ansonsten müsstet ihr die Pistole in den Mülleimer aussprühen und das ist immer sehr, sehr unsexy. So, kommen wir jetzt erstmal zum Kompressor. Was ist da so alles zu sehen, zu beachten und ja, anzuschalten, umzuschalten gibt? Ja, wir sehen hier einen ganz normalen Kompressor von Kostenfaktor ungefähr 150 oder 200 Euro hat der damals, glaube ich. Ich glaube 199 ungefähr. Ja, die günstigen liegen immer so um den Rahmen. Es geht natürlich hoch bis 2.000, 3.000 Euro. Die teuren, die haben dann einen großen Drucktank, wo die Luft gespeichert wird, die der Kompressor aufbaut. Und die entweicht dann quasi über die Pistole auf den Nagel. Dieser hier hat ein sehr kleines Depot, der speichert nicht so viel Luft, ist natürlich dadurch auch sehr laut, denn die großen Kompressoren, die die Luft speichern, die schalten dann einfach ab, wenn der Tank voll ist und dann wird erstmal der Tank leer gemacht und sobald der Tank wieder leer ist, fängt er wieder an zu arbeiten und wird dann wieder laut. Der hier bleibt durchgängig laut, deshalb werde ich wahrscheinlich nachher den Ton nochmal extra aufnehmen müssen, damit ihr mich auch versteht. Ja, was gibt es bei diesem Teil zu beachten? Wie gesagt, das ist ein altes Schätzchen, also seht es mir nach, wenn der ein bisschen dreckig ist. Ich habe versucht, ihn sauber zu machen, aber ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ja, was sehen wir hier so? Wir sehen einmal ein Stromkabel, ganz klar, weil ihr müsst das Ding ja auch irgendwie an den Strom kriegen, sonst arbeitet er nicht, weil mit Diesel funktioniert er auf jeden Fall nicht. Ja, dann ein Ausschalter, dann der Body mit dem Kompressor. Quasi, das ist der ganze Motor. Dann habt ihr hier vorne einmal ein Ventil mit einer Druckanzeige. Das sieht bei jedem Kompressor immer ein bisschen anders aus.
Wird aber jeder Kompressor haben, so eine Druckanzeige. Genauso wie ein Ventil, wo ihr die Druckstärke einstellt. Und dann natürlich noch ein Ausgang, wo die Luft rauskommt. Und hier hinten haben wir noch einen kleinen Filter, der befreit die Luft, die aus der Airbrush-Pistole rauskommt, von der Luftfeuchtigkeit. Das heißt, wenn bei euch im Laden oder in eurer Wohnung oder wo auch immer ihr das benutzt, eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, kann es sein, dass sich hier drin Tropfen bilden. Und ja, das müsst ihr dann auch irgendwann mal hier durch diesen kleinen Öffner ablassen, falls es wirklich mal sehr viel ist, denn sonst spuckt eure Pistole Wasser. Der Druck sollte so zwischen 2,5 und 3 Bar liegen. Da habe ich irgendwie immer so die besten Erfahrungen mit. 2 Bar geht aber auch, aber so ab 2,5 wird es wirklich schön zu arbeiten. Nicht mehr als 3, weil sonst blast ihr die Kunden weg. Ja, den Druck stellt ihr hier ein, an diesem Ventil. Bei mir ist es so, ich muss den rausziehen und dann kann ich den Druck ganz einfach einstellen. Hier ist natürlich auch so ein Plus und ein Minus drauf. Daran seht ihr, wo ihr mehr aufdreht und wo ihr weniger aufdreht. Wenn wir den Kompressor einschalten, seht ihr an der Anzeige, dass langsam Druck aufgebaut wird. Wie gesagt, 2,5 bis 3 Bar. Ich habe den jetzt hier, glaube ich, auf 3 Bar, wobei sich das natürlich auch immer wieder ein bisschen minimiert, wenn ihr die Pistole dann benutzt. So, als nächstes kommen wir zum Schlauch bzw. zu der Verbindung zwischen Kompressor und Pistole. Ich benutze gerne die geringelten Schläuche, denn die nehmen wirklich wenig Platz weg und liegen nicht im Weg rum. Das ist immer recht komfortabel. Ja, bei den Schläuchen gibt es natürlich auch die nicht geringelten, ne? Die sind immer so ein bisschen, ja, blöd zu handeln und liegen meistens im Weg rum. Deshalb benutze ich gerne immer die. Ja, dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer wir haben hier zwei Verbindungen: einmal Endstück und Anfang. Das sind beides dieselben Verbindungen, also da könnt ihr nichts falsch anschließen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, mehrere Pistolen an den Kompressor anzuschließen. Dafür braucht ihr ein T-Stück, beziehungsweise ich habe hier ein Dreierventil, nenne ich es jetzt einfach mal. Hier können drei Pistolen angeschlossen werden. Das Ganze kommt hier vorne an den Kompressor dran und dann könnt ihr an die weiteren Ventile drei Schläuche anschließen, beziehungsweise drei Pistolen auch natürlich. Und ihr könnt natürlich hier auch regeln, wo die Luft rauskommen soll und wo nicht. Mehrere Pistolen gleichzeitig benutzen geht wahrscheinlich nicht wirklich gut, denn so ein kleiner Kompressor kriegt das nicht hin. Das könnt ihr natürlich nur mit einem großen, relativ teuren Kompressor machen. So, kommen wir zum wichtigsten Teil der Airbrush-Pistole. Ja, der wichtigste Teil ist es nicht, aber ohne diese drei Sachen kriegt ihr halt kein Airbrush hin. Ja, was gibt es da zu beachten? Ich habe hier jetzt eine relativ neue Pistole, die ist noch nicht so oft benutzt worden. Deshalb sieht die auch noch so schön sauber aus. Auch noch in der Originalverpackung. Ich packe die einfach mal aus. Ich habe die jetzt bei Konrad gekauft. Wenn Männer zugucken, die wissen auf jeden Fall, was Konrad ist. Was sehen wir denn jetzt noch so an der Pistole? Wir haben einmal hier oben kommt die Farbe rein. Das ist ein, ja, ich sag's mal, Top-Lader. Es gibt auch Pistolen, wo unten ein kleiner Tank angeschlossen wird und dann da die Farbe reinkommt. Finde ich aber irgendwie unpraktisch. Ich benutze immer am liebsten die. Lässt sich auch leichter reinigen zum Schluss. So. Was sehen wir noch? Wir sehen hier vorne einmal die Düse, hier vorne kommt die Farbe raus, dann hier hinten ist die Nadel drin, erkläre ich euch alles bei der Reinigung, was da so alles passiert. Hier ist der Abzug, hier kommt quasi einmal Druck und dann kommt die Farbe raus, erkläre ich euch auch gleich noch, wie das Ganze funktioniert. Und dann haben wir hier unten noch ein ein Schnellanschlussstück. Ich weiß gar nicht, wie es genau nennen soll. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Den brauchen wir jetzt bei meinem System nicht, weil ich habe nur Schraubverschlüsse. Die sind natürlich sehr praktisch, wenn ihr an den Schläuchen auch solche Schnellanschlüsse habt. Dann könnt ihr schnell mal zwischen Pistolen wechseln, wenn ihr mit mehreren Farben arbeiten wollt. Ich war aber immer ein Fan davon, die Dinger dran zu schrauben und mir lieber noch eine Pistole zu kaufen. Fand ich irgendwie praktischer. Ja. Wie gesagt, den brauchen wir nicht. Das können wir jetzt ganz einfach abschrauben. Und das packe ich dann auch mal hier in die Kiste mit rein. So, hier kommt dann der Schlauch dran, wo die Luft reinkommt. Die Luft wird dann hier durchgeschossen, hier rein. Dann sagt man, also hier unten geht es durch.
Und hier vorne wird die Luft quasi mit der Farbe vermischt und schießt dann hier vorne raus. Ja, diese Airbrush-Pistole ist eine Pistole mit einer Düse 0,2 mm. Ich würde euch empfehlen, wirklich bei 0,2 oder sogar 0,1 mm zu wählen. Alles, was da drüber ist, wird immer so ein bisschen gröber. Ja, bleibt einfach bei 0,2. Damit erzielt ihr die schönsten Ergebnisse. Viel mehr gibt es jetzt erstmal nicht zu erzählen zu der Pistole. Das Ganze werde ich euch gleich, wenn wir mit den Übungen anfangen, nochmal genau erklären, wie das Ganze funktioniert. Ja, was haben wir noch so in dem Paket drin, wenn ihr euch so eine Airbrush-Pistole kauft? Ihr habt hier noch so einen kleinen Schraubenschlüssel drin. Der ist ganz wichtig, den dürft ihr nicht verlieren, weil den braucht ihr zur Reinigung. Damit schraubt ihr vorne die ganz kleine Düse ab. Ansonsten, wenn ihr den verliert, müsstet ihr da mit einer Zange dran gehen. Und das ist immer, ja, da kann schnell mal was kaputt gehen. Deshalb hebt euch den wirklich gut auf und immer wieder schön in die Packung rein. So, das war jetzt so das Grobe, was ihr braucht. Alles, was ich jetzt so erzähle, das könnt ihr euch kaufen, müsst ihr euch nicht kaufen. Dazu gehört zum einen der Reinigungsbehälter. Den braucht ihr, um die Farbe aus der Pistole auszusprühen. Falls ihr zu viel Farbe genommen habt, sprüht ihr die hier rein, da kommt dann Wasser rein und ihr könnt die Farbe in das Wasser reinsprühen. So müsst ihr das nicht in den Mülleimer reinsprühen und versaut euch vielleicht noch irgendwie irgendwelche anderen Gegenstände oder wie auch immer. Der ist ganz praktisch. Hier oben ist auch direkt noch eine Halterung für die Pistole. Ich kann einfach mal eine hier drauf schieben, damit man sieht. Ist immer ganz geil, wenn ihr eine Pistole habt, ist das natürlich sehr komfortabel. Ansonsten, wenn ihr zwei Pistolen habt, kommen wir direkt mal zum nächsten Punkt. Und zwar so ein formschön, ihr seht es jetzt in der Kamera nicht. Ja, Pistolenhalter, mehr ist es eigentlich nicht. Da könnt ihr 2, 3, 4 Pistolen dran aufhängen, wie auch immer, wie viel auch immer ihr braucht. Ja, mehr gibt es zu dem Teil eigentlich nicht zu sagen. Das könnt ihr an den Tisch dran schrauben. Und das ist eigentlich immer ganz geil zu benutzen. Aber wie gesagt, braucht ihr nicht unbedingt. So, das war es jetzt auch schon mit dem ersten Video aus der Reihe Airbrush. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne einen Kommentar da lassen, was ihr euch noch so an Videos wünscht oder irgendwas anderes schreiben. Konstruktive Kritik nehme ich natürlich auch gerne an. Ansonsten noch gerne einen Daumen nach oben, abonnieren, sharen, teilen, liken. Was auch immer, und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Airbrush-Video dann wieder dabei seid. Ich freue mich aufs nächste Mal, euer Chris.